Willkommen zurück zu Aurora's Tier, einem wunderbaren Let's Play aus dem Jahr 2018 von einer Demo aus dem Jahr 2001, als die Leute gerade erst lernten, mit dem RPG Maker 2000 umzugehen und dabei dieses doch eigentlich ganz gute Spiel entstand. Wir haben die Pfade von Dante und Thurn beschritten und von Alessa. Wir haben im letzten Part eine ganze Menge herausgefunden, unter anderem, dass Alessa eine Auserwählte ist oder allgemein, dass wir alle auserwählt sind und dass Hagard einer von den Engeln ist, was irgendwie, ja, so ein bisschen offensichtlich war, weil er hatte irgendwie blaue Haut. Und jetzt dürfen wir endlich Arinon spielen, was ganz cool ist, weil ich meine, in wie vielen Spielen hat man schon mal einen Einblick auf die Seite des Antagonisten? Darf man den Antagonisten vielleicht sogar selbst steuern? Auch wenn ich so das Gefühl habe, als würde es darauf hinauslaufen, dass Arinon auch früher oder später, nun ja, irgendwie auf unsere Seite kommen muss. Es wird wohl gar nicht anders gehen. Wir möchten mit dieser Figur beginnen. Ja, natürlich. Und damit den letzten Part dieser Demo. Kapitel 4. Erinnerungen beginnen. Schon das vierte Kapitel, also eigentlich hätte man daraus echt fast noch eine Vollversion machen können. Das ist so die Definition einer generischen RPG-Maker-Stadt. Tja, in einer längst vergangenen Zeit, als es noch nicht so viele Chipsets gab. Als man nur die Auswahl zwischen Chrono Trigger und Lufia Chipsets hatte so ungefähr und ein bisschen Mac and Blue vielleicht noch. Hoheit, euer getreuer Diener Arinon meldet sich zurück. Ah, Arinon, ich bin sehr zufrieden mit dir. Die Rebellion in Diveria wurde im Keim erstickt. Das wird allen, die versuchen, das ruhmreiche Belleron anzugreifen, eine Lehre sein. Habt ihr die Artefakte eingesetzt, die Hagard vor kurzem aufgetrieben hat? Und auch hier, Lord Kotas sieht wieder ziemlich cool aus. Ich mag diese ganzen Facets wirklich sehr. Nein, es war nicht nötig. Die Rebellen waren uns zahlenmäßig unterlegen und auch nur schlecht ausgerüstet. Es waren im Grunde nur arme Bauern, die aus Not zur Waffe griffen. Die Ernte war sehr schlecht dieses Jahr. Die plötzliche Kälte. Was interessiert mich das Wetter? Lasst uns über etwas Wichtigeres reden. Hagard kommt mit seinen Forschungen über die Meisterartefakte voran. Wie es aussieht, ist das Fürstentum Toronea darin verwickelt. Hagard will uns Näheres heute Abend bei dem Bankett zu Ehren eures Sieges erläutern. Ein neuer Angriff? Habt ihr denn noch nicht von dem neuen Friedensangebot aus Desdemos gehört? Frieden finden! Ich habe den Boten Pfähle lassen! Oh, das ist brutal. Wer braucht ein Friedensangebot, wenn unser Sieg doch so nah ist? Genug, Arinon. Bringt bitte meine Tochter zu mir. Ich möchte sie bei dem Bankett an meiner Seite haben. Sie wird eine wichtige Rolle in der Ausführung unserer Pläne spielen. Sie ist in ihrem Zimmer im obersten Stockwerk des Schlosses, wie gewöhnlich. Jawohl, eure Hoheit. Seit Hagard im Ostturm lebt, höre ich nachts seltsame Geräusche von dort. Manchmal habe ich den Eindruck, von dem Turm geht eine unheimliche Kälte aus. Was passiert denn, wenn wir da versuchen zurückzugehen? Führe meine Tochter bitte zu mir, Arinon. Sie ist in ihrem Zimmer im obersten Stockwerk des Schlosses. Das ist natürlich die Frage, wollen wir jetzt hier straight mit dem Plot weitermachen? Wir können natürlich wahrscheinlich auch einfach das Schloss verlassen. Es scheint auf jeden Fall kein Problem zu sein. Da kann man sich ja die Burg angucken. Eine Statue von Aurora, der Göttin der Morgendämmerung. Aus ihren Tränen wurden die Menschen erschaffen. Aber scheinbar ist Arinon nicht in der Lage, das Spiel zu speichern. Denn Antagonisten dürfen das Spiel nicht speichern. Das Weiße Schwert, eine Nachbildung dieses Meisterartefakt, ist seit Jahrhunderten im Besitz der Königsfamilie von Belleron. Cool. Die Statue von Aurora, der Göttin der Morgendämmerung. Hier könnt ihr speichern und okay, gut. Ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam, dass die Statue von Aurora hier anders aussieht als bisher etabliert, aber na gut. Vermisst, er zieht ein kalter Wind auf. Das ist ein schlechtes Vorzeichen. Und davon abgesehen bekomme ich noch Kopfschmerzen. Ich kenne ein gutes Mittel gegen Kopfschmerzen, aber das ist nicht jugendfrei und deswegen wird es in diesem Let's Play nicht erwähnt. Sir Arinon, ihr seid auf der Suche nach der Prinzessin. Sie wird es nie wagen, das Schloss zu verlassen. Wir hätten sie auf jeden Fall bemerkt. Sie wird sich vermutlich irgendwo im Schloss aufhalten. Dann verliere ich lieber mein Gesicht und verschwende besser nicht meine Zeit hier. Na gut. Dann zwingt uns das Spiel wohl zurückzugehen. Und ja, okay, gut. Dann werden wir einfach... Moment, das sah allerdings ziemlich cool aus hier draußen. Hier, dieser... Das sieht echt cool aus. Wo hat denn er dieses Bild gefunden? Das ist wirklich ein sehr schönes Bild. Ich gehe mal davon aus, dass er das auch einfach als Picture drüber gelegt hat. Der Entwickler hier weiß ja zum Glück, wie man Pictures richtig einsetzt. Aber na gut, dann, ja. Wollen wir unsere Zeit nicht mit großartigem Müßiggang vertun? Herzlichen Glückwunsch zu eurem Sieg über die Rebellen in Diveria, Sir. Danke, lieber NPC. Seit Königin Miranda bei der Geburt der Prinzessin gestorben ist, ist es sehr still in diesem Schloss geworden. Ich erinnere mich noch sehr gut an ihr warmes Lachen.
Selbst Lord Kortos musste bei ihrer Schönheit und ihrem freundlichen Wesen dahinschmelzen. Was ich sehr schön finde, ist, dass diese NPCs nicht irgendwie alle dasselbe erzählen oder alle irgendwelchen Quatsch zu erzählen haben. Die Tür ist verschlossen. Sondern dass, ja, keine Ahnung, jeder hat seine eigenen Gedanken, jeder hat irgendwie eine eigene Sache, die ihn beschäftigt. Ich muss irgendwie sagen, ich mag den Aufbau des Schlosses. Prinzessin Majora sollte sich langsam für das Bankett zurechtmachen. Sie ist in ihrem Zimmer, wo auch immer das ist. Das königliche Schlafgemach, die Tür ist verschlossen, da wird sie wahrscheinlich hier nebenan sein. Die Prinzessin ist nicht hier? Wobei, Taya treibt sie sich nur wieder herum. Ganz offensichtlich hat sie uns hier einen Hinweis hinterlassen. Nein, aber eine Haarnadel, die wir natürlich mitnehmen können. Hier steckt sie auch nicht, wo kann sie nur sein? Ja, warum soll sie sich auch im Schrank verstecken? Coming out of the closet oder was? Ist die Prinzessin vielleicht lesbisch? Ist das das große Geheimnis? Nein, wir werden jetzt die Prinzessin irgendwie suchen müssen. Aber draußen war sie ja ganz offensichtlich nicht, weil dann hätte der andere Typ sie ja vorbeikommen sehen. Mami, warum darf Majora nicht mit uns spielen? Dürfen Prinzessinnen das etwa nicht? Die arme Prinzessin, Lord Kortos behandelt sie wie ein Ziervogel. Immer ist sie in ihrem Zimmer eingesperrt, wenn Königin Miranda das sehen würde. Oh, verzeiht, ich wollte nicht schlecht über den König sprechen. Über euren König, über euer Hoheit. Seit dieser Haggard aufgetaucht ist und Berater des Königs geworden ist, feiert Lord Kortos einen militärischen Sieg nach dem anderen. Ob der Krieg von Gedrun nun bald auf sein Ende zugeht, der einzige Gegner, der uns geblieben ist, ist nach wie vor das Reich des Westens, Destemos. Findest du nicht auch, dass Prinzessin Majora Lord Kortos in keinster Weise ähnlich sieht? Es gibt Gerüchte, dass Königin Miranda, du weißt, was ich meine, fremdgegangen ist. Es wäre nur gerecht, oder? Schließlich laufen in der Stadt genügend Kinder herum, die Lord Kortos ähnlich sehen. Sir Arilon, zu Diensten. Ja, nein, wir haben nichts gehört. Sollen wir ihm sagen, dass seine Tochter nicht im Schlafzimmer ist? Wieso dauert das so lange, Arilon? Du sollst keine Schlacht schlagen, sondern nur meine Tochter holen. Ich versuche mein Bestes, Hoheit. Verdammt, ich muss sie finden. Wo versteckt sich dieses Mädchen nur wieder? Das ist interessant. Die Prinzessin ist angeblich immer in ihrem Zimmer eingesperrt, aber oh nein, dieses eine Mal, da hat sie es geschafft, irgendwie zu fliehen. Ui, das sieht wieder aus. Bis zum Bankett heute Abend muss hier noch viel getan werden. Unter anderem müssen wir die Prinzessin finden, damit das Bankett überhaupt eingeläutet werden kann. Ich wollte gerade sagen, kann ich mich hier nicht bewegen? Doch, kann ich. Ich bin einfach nur zu unfähig, meine Tasten korrekt zu drücken. Ein reisender Händler. Psst, ich habe eine besondere Rarität im Angebot. Habt ihr Interesse? Lass uns sehen, was du hast. Möchtet ihr ein Feuerschwert für 20 Feuerrubine und ein Breitschwert kaufen? Ja. Tut mir leid, aber ihr habt kein Breitschwert, das ich für euch verzaubern könnte. Ah, okay, gut. Das ist natürlich cool. Was ist Besonderes daran? Ich verkaufe Artefakte. Die magischen Waffen und Kleinode der verlorenen Völker. Diese Objekte besitzen mysteriöse Kräfte, die unvergleichbar sind. Allerdings hat das Ganze auch seinen Preis. Ich überlasse euch meine Artefakte nicht nur für Geld, sondern für bestimmte seltene Gegenstände. Ja, kein Interesse. Ihr werdet mich nicht häufig finden, also überlegt es euch gut. Ich glaube, hier sind wir. Hier hätten wir auch einfach runtergehen können, ja. Ist cool. Ich mag den Aufbau des Schlosses auf jeden Fall sehr. Ach, hier unten. Sir Arilon, zu Diensten! Langsam birst der Kerker aus allen Nähten. Lord Kortos sollte etwas unternehmen. Können wir vielleicht irgendwie durchgehen? Nein, das sind einfach nur zwei Klonbrüder, die auch alle denselben Satz eingeimpft bekommen haben. Also muss sie doch irgendwo draußen sein. Wobei, hier gibt es ja auch noch Möglichkeiten, wo sie sich aufhalten können. Vielleicht ist sie jetzt hier drin. Nein. Naja, den Versuch war es wert. Irgendwie habe ich so das Gefühl, jetzt hätte ich mir durch diese ganzen... sie würde es nie wagen, das Schloss zu verlassen, werden sie auf jeden Fall bemerkt. Sie wird sich vermutlich irgendwo im Schloss aufhalten. Okay, gut. Irgendwie habe ich so das Gefühl, jetzt hätte ich durch diese ganzen RPG-Maker-Spiele auch so ein bisschen meine Tastatur kaputt gemacht. Also zumindest bei den Pfeiltasten habe ich so das Gefühl, jetzt würden die nicht mehr so richtig funktionieren, ne? Okay, gut. Dann, oh mein Gott. Gut, dass ich das Spiel über den Maker starte, spiele, denn ich habe hier gerade einen Gamebreaker gefunden. Wurde ja auch Zeit. Hat ganz schön lange gedauert, die Wache teleportiert uns an den falschen Fleck. Cool. Gut, dass das überprüft wurde. Ist natürlich die Frage, wo die Prinzessin sich aufhält, weil ich hätte eigentlich schwören können, dass sie schon überall war. Aber ich habe jetzt wohl keine andere Wahl, als das Ganze nochmal in einer logischen Reihenfolge abzugehen.
Ich meine, da unten war ich ja gerade eben erst. Womit kann ich euch dienen, Sir? Mit nichts Sinnvollem, weil das haben wir alles schon. Ah, hätte gedacht, dass Maya vielleicht irgendwie einen Geheimgang oder sowas genutzt hat. Naja, vielleicht hier. Die Tür ist nach wie vor verschlossen, verdammt. Eine schlafende Wache. Oh, Sarah, zu Diensten gehen. Ja, die darf natürlich in keinem Makerspiel fehlen. Ah. Die Prinzessin ist verschwunden. Das darf nicht wahr sein. Wie oft hat ihr Vater ihr schon verboten, das Zimmer zu verlassen? Oh, hoch, das ist mir nur so rausgerutscht. Ich werde gleich nach ihr suchen. Okay. Vielleicht mussten wir auch die noch triggern, damit es weitergeht. Schminksachen, Parfüms, Puder. Nein, daran werde ich mich sicher nicht begreifen. Hier steckt sie auch nicht. Wo mag sie nur sein? Ja, genau. In ihrem Schrank hat sie sich ja auch nicht versteckt. Soweit waren wir schon vor ein paar Minuten. Und so endet diese Demo, dieser letzte Teil mit Arilon, in dem wir einfach nur hin und her laufen. Und die Prinzessin suchen. Das ist tatsächlich nicht unbedingt so der spannendste Teil des Spiels. Das ist immer noch besser, als wenn man die ganze haufenweise Kämpfe machen muss, aber ja, wo versteckt sie sich nur? Hagard lebt im Ostturm. Kann man hier vielleicht irgendwo weitergehen? Nee. Ich meine, ich laufe hier gerade jetzt auch schon wieder so ein bisschen ohne System rum, aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich die Prinzessin gleich gefunden haben werde. Ich meine, es muss ja irgendeinen Ort geben, an dem ich noch nicht geschaut habe, der ganz offensichtlich ist. Also hier im Kerker ist es auf jeden Fall nicht. So viel wissen wir schon mal. In ihrem Zimmer ist er auch nicht. Diese Tür ist verschlossen, jene Tür ist verschlossen. Hier draußen ist sie auf jeden Fall auch nicht. Hier ist sie auch nicht. Doch sie muss eigentlich draußen irgendwo sein, oder? Ich meine, es gibt jetzt nicht mehr so viele Wege. Ich glaube, ich werde hier einfach mal einen ganz kurzen Cut machen, weil mich das jetzt gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. So, ich habe mal ganz kurz die Haare schneiden lassen, weil, manche Sachen sind einfach nicht wirklich intuitiv gelöst und deswegen ist es manchmal auch schwierig, auf manche Dinge zu kommen. Und zwar bietet dieses Spiel ja die Möglichkeit, dass wir Gegenstände benutzen können, aus dem Inventar heraus. Das habe ich allerdings schon ziemlich lange nicht mehr gemacht und es erschien mir irgendwie auch nicht so wirklich offensichtlich, aber ja, ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Wir müssen hier natürlich, wo ist er? Die Haarnadel benutzen, die wir im Schlafgemach der Prinzessin gefunden haben. In diesem Turm sind die Privatgemächer von Hagard. Aber falls die Prinzessin sich hier herumtreiben sollte, muss ich mich hier umsehen. Ich muss nur aufpassen, dass Hagard nichts davon erfährt. Die Tür ist verschlossen. Okay, ich meine letztlich, wieso hat das jetzt mit der Haarnadel funktioniert? Hat für mich jetzt irgendwie nicht so wirklich Sinn ergeben. Okay, wir haben düstere Musik hier. Das will nichts Gutes verheißen. Ich verstehe den Aufbau dieses Turms nicht so ganz, weil wir sind scheinbar ganz oben in den Turm reingegangen und wir gehen jetzt runter. Nein, das sah von außen so nicht aus und das ergibt, glaube ich, auch so wie der Rest des Schlosses aufgebaut ist, nicht wirklich Sinn. Der siebte Engel, lesen. Er schlagt das Buch auf. Der siebte Engel ist in den Mysterien die Bezeichnung für einen Nachkommen zwischen Engeln und Menschen. Kann es jemals ein solches Wesen gegeben haben? Legenden zufolge sollen nach dem großen Krieg nicht alle Engel die Erde verlassen haben. Zwei Engel, Duriel und Yaka, sollen noch immer in der Welt der Sterblichen weilen. Ein Geschöpf, das die Macht der Engel mit der Lebenskraft der Menschen vereint, besäße eine Kraft, die jenseits aller Vorstellung liegt und Auroras Macht selbst gleichkäme. Aber scheinbar können wir das Buch nur lesen und nicht herausnehmen. Wir finden auf jeden Fall noch Heiltränke und Augentropfen. Und hier sind kaputte Eierschalen. Das ist genau das, was jeder Antagonist bei sich zu Hause rumliegen haben sollte. Können wir noch im Bett von Hagard schlafen? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch sehr seltsam gewesen. Diebe des Sternlichts, written by Phoenix Stone, lesen. Oh nein, mit dieser trivialen Märchengeschichte kann ich nichts anfangen.
Oder mit diesen trivialen Märchengeschichten. Egal. Da unten muss irgendjemand sein. Haggard kann es nicht sein. Ich sehe besser nach. Irgendwie fehlt ihm zuletzt ziemlich oft sein Facet. Seltsam, ich sehe niemanden. Wer auch immer es war, er muss ganz in der Nähe sein. Warum fehlt hier andauernd Arilans Facet? Sorry für das Geräusch gerade eben. Ich bin hier ein bisschen doof draufgekommen, als ich mich am Rücken gekratzt habe. Dieser Krug ist gerade erst zerbrochen worden. Sehr mysteriös. Vielleicht handelt es sich einfach nur um überdimensionierte Ratten. Ein geheimer Schalter. Der ist ganz offensichtlich nicht geheim, denn er ist ganz offensichtlich platziert. Ob Haggard wohl etwas dagegen hätte, wenn ich... Ach, ganz bestimmt nicht. Den Schalter betätigen, was soll ja schon passieren. Seltsam. Da scheint sich nichts zu tun. Whee! Mayonnaise, die auf dem Boden verstreut wurde. Prinzessin Majora! Prinzessin, was habt ihr nur wieder angestellt? Seid ihr verletzt? Ach, Arilon, du kennst doch mich und meine Leidenschaft. Ich muss jeden Schalter, den ich sehe, drücken. Ich kann einfach nicht widerstehen. Super Fun Happy Slide! Hast du dir etwas Sorgen um mich gemacht? Du weißt doch, dass wenn dir etwas passiert, ich verfüge doch über Heilmagie. Prinzessin Majora, ihr seid... Ach, sei verdammt, Maya. Du hast ja nichts zu suchen. Wenn Haggard wüsste, dass du dich... Warum ist dir sein Gesicht verdeckt? Also irgendwie so gegen das Kapitel von Arilon wurde irgendwie scheinbar nicht mehr getestet. Dass du in seinen privaten Räumen herumtreibst, bricht hier die Hölle aus. Das ist sicher. Vater würde nie zulassen, dass er mir etwas antut. Egal, was die Leute behaupten. So groß kann Haggards Einfluss auf ihn nicht sein. Nun komm, aber benimm dich diesmal anständig. Deine Zofen warten schon, um für dich das Bankett heute Abend zurechtzumachen. Wie schön. Was feiern wir diesmal? Wieder ein paar dahingemetzelte Bauern, die es gewagt haben, ihre Abgaben an Vater zu lange hinauszuzögern? Der Anführer der königlichen Armee spielt Kindermädchen für eine verwöhnte Prinzessin. Verkehrte Welt. Maja, reiß dich in Zukunft etwas mehr zusammen. Ich habe wichtigere Aufgaben. Das stimmt allerdings, dass wir ausgerechnet mit ihm nicht kämpfen. Das ist wirklich verkehrte Welt. Arilon, du bist mein Halbbruder. Das ist etwas völlig anderes. Oh, interessant. Was hast du bei Haggard gesucht, Maja? Du bist in der Zeit häufig in der Nähe des Ostturms. Ich mache das, was schon längst getan werden sollte. Herausfinden, was dieser Haggard wirklich plant. Kriegsberater unseres Vaters. Das ist nicht alles. Und das wisst ihr auch. Jeder misstraut ihm. Nur warum unternimmt niemand endlich etwas? Maja, du bist noch ein Kind. Du verstehst noch nicht viel vom Krieg, also glaube mir. Noch ein Kind zwischen den beiden liegen allerhöchstens 2 Jahre oder 3. Arilon, ich glaube, ich habe etwas herausgefunden. Gestern, als ich im Turm war. Sieh dir das an, ich glaube, er lebt nicht mehr. Nein, er schläft doch nur. Sieh doch, wie friedlich seine Augen sind. Blödsinn, seine Federn sind hier noch voller Blut. Bestimmt hat ihn eine Katze erwischt. Du bist so gemein. Bäh! Ups, verzeihung. Darf ich einmal sehen? Er ist ganz kalt und blutig. Maja, das ist keine gute Idee. Oh nein, sie hat den Vogel geheilt, aber wenigstens funktioniert das hier mal, dass man einfach wirklich krank und verletzt einfach mit Heilmagie heilen kann. Er lebt wieder, aber er war tot. Du bist eine Hexe. Hexenfrau. Maja, Vater hatte dir verboten, deine Fähigkeiten anzuwenden. Du siehst, was dabei herauskommt. Diese Bauern sind es nicht wert, dass du deine Kraft für sie vergeudest. Ihr habt recht. Es ist gefährlich für mich und den Ruf meines Vaters. Ich weiß. Nun komm, alle warten bereits auf uns. Ich möchte nicht Vaters Zorn auf mich ziehen. Wie es aussieht, steht ein neuer Kampf bevor. Wir werden vermutlich schon bald Toronea angreifen. Haggard, ich beginne langsam, deine Pläne zu durchschauen. Ein Teil fehlt noch in diesem Rätsel, aber ich durchschaue dich. Ja, spätestens dann, wenn die anderen auftauchen und ihr spoilern, worum es genau geht. Wohin du auch gehst, ich werde dort sein. Und die Qualen, die du den Menschen dort bereitest, zu lindern versuchen. Wenn du wüsstest, wer ich bin, Haggard. Der siebte Engel. Tut mir leid, Arilon, ich bin schon auf dem Weg. Lass uns gehen. Deswegen verfügt sie auch über Heilzauber. Das war der Anfang dieser Misere. Und nun ist alles noch weitaus schlimmer gekommen, als ich geahnt hätte. Kämpfe ich auf der richtigen Seite? Was ist jetzt noch gut und was böse? Oh nein, noch ein JRPG-Klischee, das erfüllt werden muss.
Maja, hätte ich nur damals auf dich gehört. Der scheinbare Antagonist, der einen Gewissenskonflikt hat. Aber ich meine, wenigstens, es ist wenigstens Charakterentwicklung. Ja? Ich meine, wir lernen Arilon kennen und Arilon ist scheinbar irgendwie nur so eine Marionette von Haggard und dem König. Und nein, scheinbar ist das doch nicht. Scheinbar ist er der Halbbruder von Maja und scheinbar beginnt er nun auch zu hinterfragen, was richtig ist und was falsch. Aber nein, es geht wieder um Alessa. Tante, komm wieder zu dir. Wach bitte auf. Oder auch nicht. Ist die Demo jetzt vielleicht vorbei? Das wäre echt schade. Tante, ich habe nachgedacht über das, was der Engel erzählt hat. Haggard hat also vor, Aurora zu erwecken, um die Menschheit für ihre Sünden zu bestrafen. So sieht es wohl aus. Wenn er erst einmal alle Meisterartefakte beisammen, hat, sieht es übel aus. Azrael sagte, dass es Auserwählte gibt, die Haggards Pläne durchkreuzen könnten. Nein, das sind doch wir, das wurde doch schon geklärt. Nicht alle Engel scheinen auf Haggards Seite zu stehen. Wir müssen Verbündete finden. Im Moment können wir nichts anderes tun, als abzuwarten. Abwarten auf die nächste Demo von Aurora's Tier. Die Stunde der Entscheidung rückt näher. Doch bis die Legende von Aurora's Tier fortgesetzt wird, bleibt der Menschheit noch etwas Zeit. Nein, oder? Ja, man könnte in der Tat nur heulen über dieses Spiel, da es nie fertig geworden ist. Aurora's Tier, wir haben es geschafft. To be continued. Ach komm schon, Phoenix Down, du fucking Lügner. Wirklich, so ein, also wirklich einem so dreist ins Gesicht zu lügen. Ja, to be continued, ey. Phoenix Down presents. Dante Deloire. Hey, Moment, das ist ein Lied aus den 80ern. Da, da, da. Das ist Neverending Story. Ja, das ist Neverending Story. Phoenix Down, wirklich, du bist so ein Troll, so ein Lügner, so ein, das ist so unglaublich einfach nur. Das ist Neverending Story und das macht er absichtlich, weil er ganz genau weiß, dass dieses Spiel niemals fertig wird. Er wusste es einfach. Er wusste es ganz genau von Anfang an. Er hat uns von Anfang an belogen und betrogen, indem er gesagt hat, dass er es nochmal fertig machen wird. Genau das meinte ich. Deswegen sind die Kämpfe auch alle so anspruchsvoll gewesen. Weil er ganz genau wusste, dieses Spiel wird er niemals fertig machen. Er hat einfach gemerkt, dass der Aufwand viel zu groß ist. Er hatte eben diesen Anfangsteil, dieses Intro. Weil genau das ist es eben. Wir haben effektiv das Intro des Spiels erlebt. Aurora's Tier, Cast, Alessa Tyr, Morrowind, Dante Deloire, Luthien Lore, Gareth Glen Eel Grenfurt, Majora Asvern, Arion Equinox, Haggard, Torn, Kortos Asvern, Graphics by Artwork und Design by Phoenix Down, Afterwar Graphic by Royo, Original Graphics from RPG Maker 2000 RGP, edited by Phoenix Down, Ripped Tiles are by Squaresoft Inc. Ja, natürlich! Music and Sound, Original SFX from RPG Maker 2000 RGP, Musical Stores from Ruja no Hihu, Final Fantasy Series, Seiken Densetsu Series, Chrono Trigger Series, Xenogears, Saga Frontier, bei Squaresoft Inc., Legend of Zelda, bei Nintendo, Wild Arms bei Sony, Mega Man bei Capcom, Ultima 9 bei Origin, several songs from Red Hot Chili Peppers, Offspring und whatever. Special thanks to the GamesWeb Crew. Special Cheers and SDS! Den gab's damals schon, also Cheers and SDS hat's wirklich. Tolkien for the Inspiration, Beta Testers, Cheers and SDS, wir, ja natürlich, also. Visit our Forum, rpgmaker.gamesweb.com, presented by Phoenix Dawn. Leute, das war's, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß gemacht, diese Demo von Aurora's Tier aus dem Jahr 2001, die auf jeden Fall gezeigt hat, dass man auch im Jahr 2001 schon recht fortschrittlich war, dass sich die Maker-Szene, zumindest was die Entwicklung von 2K und 2K3-Spielen angeht, im Verlauf der letzten, sage ich jetzt mal 17 Jahre, nicht großartig weiterentwickelt hat. Was manchmal ein bisschen schade ist. Ich meine, dieses Spiel hat sich wirklich komplett an den JRPGs orientiert, eigentlich alle Spiele, die jetzt gerade eben genannt waren, aber es hat sich an einer guten Art und Weise daran orientiert. Dieses Spiel hatte nämlich eine, naja, die Geschichte wurde zumindest gut erzählt, auch wenn es wirklich eine sehr klassische Geschichte ist, mit ganz vielen Klischees, ganz vielen Tropes, die drinne waren. Aber wie gesagt, das wurde am Ende schön erzählt. Der Entwickler hatte nicht Zugriff zu vielen Grafiken, das sieht man. Mapping war zu dieser Zeit noch, also einfach noch nicht so weit, wie es heute ist. Und das merkt man dem Spiel auch an. Das ist eigentlich auch so der größte Kritikpunkt. Das Mapping könnte tatsächlich besser sein. Das Spiel ist im Gegensatz zu den heutigen Spielen eben keine komplette Grafikblende. Auch wenn es schöne Grafiken hat. Die Maps sind alle hübsch, sie sind funktional, sie sind übersichtlich. Es gibt keinen Schwachsinn, dass irgendwie 20 Uhren oder Wecker in einem Raum rumstehen, dass irgendwie alles mit Fässern zugemüllt ist oder so. Sowas macht dieses Spiel nicht. Ne? Das ist eigentlich schon ganz cool.
das Spiel hat Charsets, die, ich weiß gar nicht, woher die kommen, ich gehe davon aus, entweder die sind editiert oder die sind aus einem anderen Spiel gerippt. Ich gehe mir davon aus, dass sie aus irgendeinem Super Nintendo-Spiel oder vielleicht auch ein frühes PlayStation 1 Spiel gerippt sind. Die Facets sind echt super cool, die sind ja auch alle selbst gemacht. Also das Spiel legt auf jeden Fall auch Wert auf seine Präsentation. Es hat ein eigenes Kampfsystem, das Kampfsystem funktioniert soweit. Es gab zwar einen Gamebreaker innerhalb des Kampfsystems, den ich allerdings onscreen nicht zeigen konnte, was ich ein bisschen schade finde. Und ja, ich meine, wir haben in diesem Part auch nochmal einen Gamebreaker gehabt, aber naja, der kam im letzten Kapitel und zumindest wenn man es über den Maker startet, geht's noch, auch wenn es doof ist, hätte nicht passieren können. Aber im letzten Kapitel sind allgemein mehr Fehler aufgetreten oder die Fehler waren wesentlich gehäufter als in den Kapiteln zuvor. Und daran sehe ich auch, dass Phoenix Down das Ganze nochmal gerusht hat. Er wollte sozusagen noch eine finale Demo haben, so von wegen, ihr könnt nochmal einen Blick in die Sicht der Antagonisten haben, ihr könnt nochmal Arylon spielen, aber es war jetzt einfach nur eine Fetch-Quest in dem Sinn, wir laufen hin und her und erledigen halt Stuff. Ja, eigentlich nicht so besonders spannend. Aber, na gut, ich denke trotzdem, dass es eigentlich ein recht gelungener Abschluss war. Wie gesagt, das Spiel hat versucht, so vielfältig wie möglich zu sein. Es sind natürlich ganz, ganz viele Sachen nicht fertig geworden. Lacrimé-Steine und so weiter. Wie gesagt, das Spiel hat bestimmt irgendwie auch so seine 30-40 Stunden Spielzeit angestrebt. Ich muss es mal überlegen. Ich glaube, wir hatten 16 oder 17 Parts insgesamt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn jeder davon so ungefähr... Ja, sagen wir mal 6 Stunden ungefähr. Ja, ich habe so zwischen 5 und 6 Stunden ungefähr eine Demo gespielt. Durch das Commentary ist es ja ein bisschen mehr. Also so tendenziell 5 Stunden Spielzeit. Das ist ja eigentlich schon eine ganze Menge. Ist noch keine Vollversion für meinen Geschmack, auch wenn es natürlich einige Vollversionen gibt, die diese Spielzeit nicht mehr haben. Letzte Schlacht der Elfen 4 oder so. 4 oder 5, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube 4 war es. Und, okay, also wie gesagt, war ein cooles Spiel aus dem Jahr 2001, war eine tolle Zeitreise, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Schön zu sehen auf jeden Fall, was die Vergangenheit so geborgen hat und was die Zukunft so gebracht hat, wie viele Leute sich noch an Rust hier orientiert haben, Vampire Storm ja wahrscheinlich zum Beispiel und unterwegs in Düsterburg ja ganz auf jeden Fall. War ein cooles Spiel, ihr wisst schon, ihr merkt schon, ich will irgendwie diesen Part, dieses Spiel gar nicht beenden, ich bin da genauso wie Phoenix Down, es muss immer weitergehen, it's a never ending story. Leute, ich würde mich wie immer über ganz viele nette Kommentare und ganz viele Daumen nach oben freuen. Eure Meinung zu Overrest hier würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und dann könnt ihr natürlich auch eure Meinungen und Ideen für zukünftige Projekte in den Kommentaren posten. Aktuell läuft ja noch Dreamland, gehe ich jetzt mal davon aus. Und ansonsten logischerweise Vampire Stone 2, Neverending Story. Unterwegs in Düsterburg läuft auch noch. Und ansonsten habe ich ja vor, noch demnächst die Gräfin und die Spinne zu beginnen. Und wahrscheinlich gibt es auch jedes Wochenende noch, hier ist es noch gleich, Feuer um Mitternacht, oder wenn ihr dieses Projekt dann später guckt, dann, ach, wisst ihr was, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, noch ein schönes Wochenende, schönen Feiertag, schöne Weihnachten, macht's gut, schönen Feierabend und so weiter, und ja, bye.